Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 6. August und am 6. August haben wir natürlich auch wieder ein Geburtstagskind. Dieses Geburtstagskind ist nicht der Till, sondern es ist Gary Halliwell. Heißt die Gary Halliwell? Ja. Echt? Ich dachte immer, der heißt Gary. Nee, Gary, hast recht. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, dein Fehler. Manchmal natürlich. Hast du ja auch recht, ja. Und die kennen wir von den Spice Girls. Richtig. Ja. Und sie hat, wann ist sie geboren? 72 schon. Wo ist ja so meine Richtung. Das ist deine Richtung. Ja. Ja. Ist ja Schnucki. Ja, ne? Ist ja ein älteres Bild. Ja, ist ein älteres Bild, okay, aber war trotzdem immer ein Schnucki. Ja, Gary Halliwell fand ich eigentlich am besten von allen, glaube ich. Von den Spices. Kennst du die anderen? Genau. Ja, und am 6. August 1940 wurde auch Estland in eine Sowjetrepublik umgewandelt. Nach Lettland und Litauen wurde auch Estland in eine Sowjetrepublik umgewandelt. Das war 1940, am 6. August. Okay. Hier sehen wir die Flagge von Estland. Hättest du es gewusst? Nein. Natürlich nicht. Und am 6. August ist noch was passiert? Ja, und zwar 1890 schon. 1890? Ja. Der Mörder William Kemmler wird im Gefängnis von Auburn, ja, New York, als erster Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Achso, das war die erste Hinrichtung auf dem elektrischen Richtig. Stuhl. Richtig. 1800 wann? 1890. 1890 war das, okay. Und da muss man sich jetzt mal klar machen, Edison, der ja auch die Glühbirne erfunden hat, hat den elektrischen Stuhl entwickelt und hat sich mit seinem erstmals Assistenten und dann später quasi Rivalen da so diesen kleinen Fight gegeben mit Tesla. Aha. Und da ging es dann um Gleichstrom und Wechselstrom. Ja. Und Edison hat sich aber durchgesetzt und ja. Die haben so ein elektrischer Stuhlbattle gehabt. Ja, es ging quasi um, welche Stromart verwendet wird. Und es wurde dann der Wechselstrom. Letztendlich auch für die Glühbirnen natürlich, weil Wechselstrom sich über lange Distanzen viel besser als Gleichstrom verbreiten lässt. Till, ich bin beeindruckt. Was wir hier alles lernen von dir. Ja, und das schreibst du mir nicht mal auf. Nee, Respekt und Anerkennung, was du alles weißt. Gut vorbereitet. Ja. Endlich mal. Ja, 6. August war das heute. Und am 6. August haben wir jetzt ganz viel gelernt. Und schaltet morgen wieder rein, wenn es heißt 7. August. Da ist leider der Till nicht dabei, weil er nämlich Garant ist für sehr, sehr viel Wissen. Ja. The Brain nennen wir ihn ja auch. Cheerio, Miss Sophie.